Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part vom Mass Effect Legendary Edition. Mass Effect 2. So, wir haben im letzten Part den Attentäter an Bord geholt, den ich jetzt mal suchen werde. Mal gucken, wo der ist. So. Da oben ist keiner. Teammitglieder Miranda, Garus, Fane. Okay. Fane ist also unten. Der charismatische Außerirdische. Kann ich da was aussehen verändern? Gehen Sie dazu. Das Steuerbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Ah, okay. Hier sind die. Ich muss erstmal wieder gucken. Ah, hier ist Fane. Hallo, Fane. Brauchen Sie etwas? Ich will über Sie reden. Haben Sie ein paar Minuten für ein Gespräch? Sicher. Wir hatten ja bisher noch keine Gelegenheit dazu. Als wir Sie getroffen haben, sagten Sie, Sie würden sterben. Ja, ich dachte mir schon, dass Sie mehr darüber wissen wollen. Sie müssen sich um den Rest der Crew keine Sorgen machen. Meine Krankheit ist nicht ansteckend. Nicht mal für andere Drell. Sie heißt Kepral-Syndrom. Ja, was ist denn das? Wo genau liegt das Problem? Mein Volk stammt von einer sehr trockenen Welt. Die meisten von uns leben jetzt auf Kajay, der Heimatwelt der Hanar. Dort ist es sehr feucht und es regnet täglich. Unsere Lungen kommen mit der Feuchtigkeit nicht zurecht. Mit der Zeit verliert das Gewebe seine Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen. Das Atmen wird dadurch erschwert. Am Ende ersticken wir. Werden Sie bis zum Ende der Mission einsatzfähig bleiben? Die nächsten 8 bis 12 Monate sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Je mehr Zeit ich in feuchter Umgebung zubringe, desto schneller schreitet die Krankheit voran. Ich halte es für gesichert, dass wir zu dem Zeitpunkt, an dem mein Körper nicht mehr funktioniert, entweder gesiegt haben oder tot sind. So oder so werde ich keine Last für Sie sein. Können wir hier etwas tun? Die Krankenstation der Normandy ist auf dem neuesten Stand. Nein, danke. Ich bin bereits in Behandlung. Und wenn die klügsten Mediziner des erleuchteten Primats der Hanar das Problem nicht lösen können, bezweifle ich, dass Ihr Schiffsarzt dazu in der Lage ist. Danke für Ihr Mitgefühl. Glauben Sie mir, es wird meine Leistung nicht beeinflussen. Okay. Dann hätten wir es auch mal. Was machen wir denn als nächstes? Herrentoilette wollen wir nicht gehen. Gut. Dann schauen wir mal. Aufträge. Morden. Reden Sie mit Morden. Machen wir. Mordin, ich komme. Mordin, warte. Mordin? Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten, zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an meine Arbeit? Das Studium der Genophage? Ja. Ich erinnere mich. Hab Ihnen nicht alles erzählt. Entdeckte, dass die Kogana-Population zu schnell wuchs. Genophage wurde überwunden. Schritte waren nötig. War Leiter eines Teams. Erstellte neue Version der Genophage. Setzte sie auf Tuchanka und anderen Kolonien frei. Kogana-Population wurde wieder stabilisiert.
Sie wollten bestimmt keine Geschichtsstunde abhalten. Was ist los? Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Glauben Sie, die haben rausgefunden, dass ihr Team die Genophage verbessert hat? Unklar. Lässt sich erst nach Ankunft auf Tuchanka ermitteln. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Earthnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Ja, okay. Mit Jobkopf will ich jetzt nicht reden. Ich verirre mich hier. Ah, okay. Ich wollte mal gucken, ob wir hier noch was sagen. Selbst in die Zwangsarbeit verkauft hat, hat um Hilfe darum gebeten, Sync dazu zu bringen, ihren Arbeitsvertrag zu übernehmen. Gebeten in einem bakterianischen Ausbruch einzudringen und Dr. Amanda Kenson zu retten. Kenson ist eine Undercover-Agentin und Wissenschaftlerin, die behauptet, Beweise für Forscher in Masona Reaper zu haben. Die Techniker könnten neue T6-FBR-Kupplungen gebrauchen. Das würde ihnen die Wartungsarbeit erleichtern. Auf Omega. Wo sind wir jetzt eigentlich überhaupt? Ich würde nämlich denn das erst noch machen. Guck mal, wo wir sind. Jack würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Der soll jetzt warten. Genau, wir sind hier noch nicht fertig. Landen. Ja, ja. Ja, ja, wir lassen den. Okay. Wen nehmen wir mit? Ich würde gerne ihn mal mitnehmen. Okay. Und nee, ist okay. Ihn. Musikant mitnehmen. Ach, jetzt habe ich die beiden. Ja, egal. Wir haben zwei Punkte. Ich bin heute ein bisschen mit den Knöpfen. Ich habe schon lange nicht mehr Mass Effect gespielt. Das merkt man. Was soll's? Wird schon schief gehen. Ach, ja. Thank you.
Kahn hat uns immer gesagt, Ilium sei einer der sichersten Orte der Galaxie, bis man vom Raster fällt. Unterzeichne den falschen Vertrag, begib dich in die falsche Gesellschaft oder geh die falsche Gasse entlang. Und schon ist es genauso gefährlich wie überall. Lassen Sie sich nicht täuschen. Es ist hier nicht sicherer als auf Omega. Mhm. Können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? Wir machen doch in Kürze ein riesiges Geschäft. Ich weiß nur nicht mehr, wo wir hin müssen. Wo soll die sein? Samara hat unsere Anfrage für ein Interview abgelehnt. Sie lässt uns also im Dunkeln darüber, welche Interessen eine Justikarin am Rand des Astralis. Sieht aus, als würden sie das ganze Gebäude schließen. Die es ist zu stark beschädigt. Wir haben hier nur kein Backup gemacht. Es ist doch kein Problem. Ach, ich verlaufe mich wieder hier. Ich hasse es. Hallo, Tana. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich Serena finde? Sie ist nicht mehr hier. Oh, Ihnen hat sie doch geholfen, nicht wahr? Sie hat einen Außenweltjob angenommen. Wo hat sie nicht gesagt? Sie hat mir etwas für Sie gegeben. Ist wohl eine Nachricht oder so. Hat sie sonst nichts gesagt? Sie hat mir nur das da gegeben und ist weg. Hat sich nicht mal verabschiedet. Hey, Shepard. Ich war gerade unterwegs zu einem neuen Leben, als die Nachricht kam. Das Miststück ist tot. Das heißt dann wohl, dass Ihr Freund lebt und seinen Job zu Ende gebracht hat. Sagen Sie ihm, wenn ich ihn jemals treffe, gebe ich ihm einen aus. Viel Glück. Ja, okay. Dann. Wo könnte die denn sein? Ich hab keine Ahnung. Nicht rennen, oder? Haben Sie nichts Schickeres? Ich will etwas auf Ilium gibt es viele menschliche Flüchtlinge, Terminuswaisen und ehemalige Sklaven, die von Batarik. Konrad Ferner möchte helfen. Ferner steht an der Spitze von Shepherds, einer wohltätigen Stiftung, die menschlichen Flüchtlinge. So. Du verdienst jemanden, der dich respektiert. Jemanden, der dich anständig behandelt. Ich denke, ich werde wohl eine Weile mit niemandem mehr ausgehen. Nein, das darfst du nicht. Lass dir nicht von einem Menschen alles vermiesen. Es ist immer das. Okay. Sie könnte krank werden. Sie ist verletzlich. Ich frage mich, wie sie wohl unter dem Helm aussieht. Du wirst schon jemanden finden, der dich so mag, wie du bist. Vielleicht sogar jemanden, der das gleiche essen kann wie du. Hallo. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Würden Sie gerne eine bestens ausgebildete quarianische VI-Programmiererin einstellen? Wenn Sie eine Bewerbung einreichen, werde ich... Moment. Reden Sie von der Sklavin? SynIQ kauft keine Sklavenarbeit. Die Citadel macht uns schon genug Druck, ohne dass wir Praktiken anwenden, die der Rat ablehnt. Offen gestanden stellen wir zurzeit praktisch gar nicht ein. Der Geth-Angriff auf die Citadel hat die Begeisterung für künstliche Intelligenz massiv gedämpft. Es kommt mir so vor, als wäre SynIQ um seinen Ruf besorgt. Die Anstellung der Quarianerin würde dabei sicher helfen. Der Kauf einer Sklavin nützt unserem Ruf? Wie kommen Sie denn darauf? Kaufen Sie den Vertrag abzüglich der Gebühr für vorzeitige Freilassung. Dann lassen Sie die Quarianerin frei, beschäftigen Sie weiter und pfänden als Abzahlung einen Teil Ihres Lohns. Interessant.
Wir stehen gut da, weil wir eine Quarianerin eingestellt haben und wir können sagen, dass wir aus Nächstenliebe Sklaven befreien. Also gut, ich lasse einen Vertrag aufsetzen. Das Direktorium wird sich in die Hose machen, aber wir brauchen dringend gute Publicity. Allerdings muss die Quarianerin ihren Job wirklich beherrschen. Gut, haben wir das wenigstens schon mal erledigt. Wenn du was unternehmen willst, könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam ein Video an. Zinn IQ hat gerade den Vertrag geschickt. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich helfe immer gern. Hier, für Ihre Mühen. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss diesen Arbeitsvertrag übermitteln. Danke. Diesmal halte ich mich aus allem Ärger raus. Sehr schön. So, wo müssen wir jetzt hin? Stufenaufstieg, sehr schön. Und dann sagt er, oh, schon in Ordnung. Und zwar... Lantaya. Verzeihung, ich warte auf jemanden. Wenn die wohl wartet. Okay, wir sind hier fertig. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wo die Dame ist. Sollte mal irgendwie... Gibt's Aufzug oder so? Wenn Sie nichts Besseres haben, muss das wohl reichen. Aber sind Sie sicher, dass die neutralen Stimulatoren sowohl meinen Anzug als auch mit der Asari-Stimulatoren? Und los geht's! Lauf nur weg, ihr Schweine! Gebt eure Koloniepläne auf! Von da bin ich gekommen. Okay, wir gehen mal mit dem Aufzug. So ist es! Ganze Schiffsladungen! Unten irgendwie, wir müssen nach unten. Verdammt. Ist kein Aufzug, aber egal. Solange wir nach unten kommen. Achso, die ist ja nicht mehr da. Noch schrecklich, dass so etwas legalisiert wird. Alle Gefahren stehen klar und deutlich auf der Verpackung. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Nein, ich kann nicht rein, weil es ein Tatort ist, alles abgeregelt. Eclipse-Söldnerinnen, irgendeine Justikarin, was weiß ich. Niemand kriegt die Extraware zu Gesicht und deshalb werden wir auch reich. Ich telefoniere. Aber wo ist ein Tatort? Hin und wieder sagst du solche Sachen und ich weiß nicht. Nein, ich habe noch kein Glück gehabt. Sie besteht darauf, dass es legal war. Ich weiß es nicht. Ich werde einen Gefallen einfordern und einem Freund den Vertrag durchsehen lassen. Shepard, Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich. Ich bin Shiala. Wir haben uns während des Geth-Angriffs auf Pharos getroffen. Saren hatte mich dem Turianer als Sklavin übergeben. Und sie haben ihn getötet. Und mich gerettet. Ich habe versprochen, Zeus Hope beim Wiederaufbau zu helfen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier auf Ilium. Wie geht es, Zeus Hope? Wir haben vieles wieder aufgebaut. Und konnten sogar verwertbares Material von dem Geth-Schiff bergen, das sie zerstört haben. Aber die Forscher von Exogeny wurden wieder in ihr Hauptquartier zurückgerufen. Und die Reste des Turianers haben sie mitgenommen. Kommandiert Exogeny wieder die Kolonisten herum oder hat der Turianer unseren Kampf irgendwie überlebt? Nein, Exogeny unterstützt Zeus Hope sogar. Sie wollen uns offenbar wirklich dabei helfen zu überleben. Und der Turianer ist tot. Wobei ich nach allem, was sie auf sich genommen haben, um ihn zu töten, ihre Sorge durchaus verstehe. Ich fürchte, nach unserem Abenteuer auf Pharos kommt ihnen meine Aufgabe auf Ilium sicher vergleichsweise banal vor. Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Das wäre wunderbar. Ich bin an die Grenzen meiner diplomatischen Fähigkeiten gestoßen und würde ungern Ärger verursachen. Durch die Kontrolle durch den Turianer hatten einige Kolonisten Gesundheitsprobleme. Wir haben eine koloniale Forschungsgruppe engagiert, um medizinische Scans durchzuführen. Aber der Vertrag erlaubt der Firma anscheinend, ohne unsere Zustimmung Eingriffe vorzunehmen.
Deshalb bin ich hier. Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Aria von Tears zeigte Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinische Scans und die nötige Behandlung fast ohne Bezahlung durchzuführen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein, aber wir waren verzweifelt. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn sie es für angebracht halten. Und so kam es dann auch. Ja, Baum ist eigentlich grün. Moment mal, Shiala. Sie waren doch nur grün, als der Torianer einen Klon aus Ihnen gemacht hat. Ihr wahres Ich war blau, wie normale Asari. Ich sprach von Gesundheitsproblemen durch die Kontrolle des Torianers. Erinnern Sie sich? Das ist meins. Einige Monate nach dem Tod des Torianers veränderte sich die Pigmentierung meiner Haut. Und meine biotischen Fähigkeiten sind auch instabil. Außerdem habe ich intensive Träume über meine Zeit bei dem Torianer. Das alles ist beunruhigend. Was für Gesundheitsprobleme hatten die Kolonisten denn? Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, so ähnlich wie die unter der Kontrolle des Torianers. Manchmal teilen Kolonisten in der Nähe eines Torianer-Opfers dessen Empfindungen, etwa Hitze oder Schmerzen. Es muss etwas mit Resten der parasitären Sporen des Torianers zu tun haben. Deswegen soll das Ganze untersucht werden und geheilt. Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Der Vertreter von Barrier Frontiers ist über das Problem informiert. Ach ja, wir machen so viel, dass ich habe keine Ahnung, warum wollt ihr denn? Okay. Professor Dara, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Oh nein, was hat sie getan? Hat sie jemanden umgebracht? Ganz ruhig. Ich muss nur mit ihr reden. Sie ist die erste Justikarin, die je zu uns gekommen ist. Ich mache mir Sorgen, dass sie das Feuer eröffnet. Sie ist vor einigen Stunden zum Raumhafen gegangen. Wenn Sie dorthin wollen, können Sie sich an dem Stand auf dem Balkon da ein Taxi kommen lassen. Seien Sie einfach höflich, wenn Sie ihr begegnen. Justikarinnen verkörpern unsere höchsten Gesetze und bleiben normalerweise im Gebiet der Asari. Sie ist den Umgang mit Aliens nicht gewohnt. Ist Samara wirklich so gefährlich? Wenn Sie sich an die Gesetze halten, haben Sie nichts zu befürchten. Und eine Justikarin würde für den Schutz Unschuldiger ohne Zögern ihr Leben geben. Wenn Justikare auf etwas Böses stoßen, müssen sie es beseitigen. Bei den Asari klappt das ganz gut. Aber es macht mich nervös, dass eine hier ist, solange andere Spezies etwas anstellen könnten. Warum machen Sie sich Sorgen darum, dass andere Spezies mit ihr in Kontakt kommen? Wenn eine Justikarin eine Asari tötet, gehen wir davon aus, dass es gerechtfertigt war, selbst wenn keine Beweise vorliegen. Aber wie ist das bei einem Menschen? Glauben Sie, die Allianz würde ihre Motive verstehen und ihre Autorität anerkennen? Das schaffen sie doch nicht mal bei ihren eigenen Religionen. Würde die Allianz das verstehen und akzeptieren oder würde sie Beweise verlangen? Dann würde ich nämlich ordentlich in der Klemme stecken. Erzählen Sie mir mehr über die Justikare. Sie sind ähnlich wie Spectres. Sie reisen durch das Gebiet der Asari, beschützen die Schwachen und bestrafen die Schuldigen. Mit einer Waffe. Die meisten sind auf irgendeiner lebenslangen Mission, aber sie kümmern sich unterwegs um jedes Unrecht, was zu Problemen führen kann. Sie sind ein ehrwürdiger alter Orden, den wir verehren. Dennoch ist es beunruhigend, einen von ihnen in Nos Astra zu wissen. Spectres werden vom Rat autorisiert. Wen repräsentieren Justikare? Was? Das ist wie... Ich kenne dafür keine gute menschliche Metapher. Sie stehen für ihren Kodex. Unseren Kodex. Es ist mehr eine religiöse Gruppierung als eine Abteilung der Polizei. Keine gesetzestreue Asari würde die Befehle einer Justikarin anzweifeln. Sie sind völlig unabhängig und nur ihrem eigenen Kodex unterworfen. Eine Justikarin würde lieber sterben, bevor sie ihren eigenen Kodex verletzt. Ich suche Samara. Ich sagte Ihnen doch, sie ist beim Raumhafen. An dem Stand auf dem Balkon da können Sie ein Taxi rufen. Okay. Danke. Danke für Ihre Hilfe. Viel Glück mit der Justikarin. Ja. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Und im nächsten Part... Hey,
Freunde nennen. Ich habe dich nie so genannt. Schauen wir weiter. Ja, im nächsten Part schauen wir weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und bis zum nächsten Mal. Adios.